Na, hallo ihr Bobbys. Ich bin ein bisschen verrotzt. Warum erfahrt ihr in dem Video? Ursprünglich wollten wir das nur Kalle schicken, aber ich dachte mir, ich rotze das jetzt einfach zusammen, wortwörtlich, und lade das hier bei Forbes hoch. Willkommen beim Ultra HD Vlog. Am Wochenende war so ein Eintagesfestival in der Stadt und Franz und ich wollten uns da kostenlos reinschmuggeln. Da war so Wald drumherum und so eine Schießgilde Scheiße und naja, da sind wir dann so außenrum und ihr seht selbst. So, Kalle, wir sind jetzt hier schon im Einsatzgebiet, sind tief in feindliche Linien vorgedrungen. Er ist hier gut getarnt. Wir müssen jetzt diesen Hügel hier hoch. Du hörst schon die Musik des Feindes spielen. Da hinten ist überall Zaun. Wir sind hier auf dem Schießgebiet des Feindes. Ja, und jetzt müssen wir gehen jetzt diesen Berg da hoch und dann sehen wir erstmal weiter. Vielleicht ist da überall offenes Feld und der Feind sieht uns. Das wäre echt schlecht. Wir haben uns erstmal ein bisschen früher passen. Also, wenn man sich vorstellt, meine Nase ist quasi das Gebiet, wo wir hinwollen, ja, die Final Destination. Und wir waren hier so auf der Straße. Oh shit, Alter. Das ist halt echt hart. Wenn ich glaube, die schießen hier hinter. Also, die Schüsse sind verklungen. Wir sind jetzt erstmal auf dem Weg hier oben. Also, wir waren halt genau, wir waren genau in der Schusslinie drin. Ja. Und da haben wir gesessen und ein Video gedreht. Okay, und jetzt sind wir da. Ich weiß nicht, ob du siehst. Da hinten ist die Position des Feindes. Wir haben nur noch offenes Feld vor uns und müssen uns da irgendwie durchschleichen. Ich bin nicht mehr so sicher. Ich hoffe, da ist kein Zaun mehr dazwischen. Wir melden uns gleich wieder. Also Kalle, wir sind jetzt hier immer noch auf dem Hang, aber weiter drüben. Wir wollten jetzt da rein, aber... Perle? Nee, kommt nicht. Also hier ist halt jetzt alles voller Gras und so. Und wir beiden geilen Allergiker kacken hier gerade übelst hart ab. Das ist halt auch nicht eine gute Idee. Du wolltest halt durch das ganze Feld kriechen. Ja, ist ja kein Ding. Also hier ist halt... Meine Nase ist das Happening. Alter. Er hat auch gerade gesagt, ich weiß gar nicht, ob wenn ich da drin bin, ob ich dann da bleiben will. Ich habe meine ganzen Klamotten voll gerotzt und wenn ich mich nicht dann voll gerotzt habe, habe ich mich damit abgewischt. Das ist halt echt lustig. Und auf jeden Fall, meine Nase ist das Gelände. Und hier ist halt nur... Hier ist halt so ein Abhang drumherum und wir sind so gelaufen, so hier, und dann hier auf den Abhang hoch und der geht auch hier so lang. Und wir sind halt hier angefangen auf dem Abhang und sind jetzt hier rüber gekrochen wie Solid Snake und wollen jetzt noch hier hin und da geht es dann vermutlich da rein. Ich sehe schon nicht richtig. So Kalle. Auf jeden Fall sind wir jetzt echt nah dran. Dran sind wir immer hinterher am Arsch geklebt und hatten wir hinter mir hergekrochen. Also, wir hatten ja das Bild hier, ne? Hier ist das Ding und hier sind wir jetzt. Wir müssen noch ein ganz kleines Stück und dann rein. Es wird vielleicht bestimmt gut so, gehen. Dass wir so tun, als würdest du pissen und ich warte auf dich oder so. Ja. Wir sind übelst am Ende. Aber hat sich gelohnt. 10 Euro. 10 Euro. Also Kalle, wir sind jetzt drin. Franz gönnt sich erstmal eine Pizza. Ihm geht's wieder gut. Er hat sich die Nase geputzt. Wir sind jetzt hier drin in den feindlichen Linien und haben nichts bezahlt. 90 Minuten hat es gedauert. Totally worth it. 10 Euro. 10 Euro. Also Kalle, du weißt ja, dass ich voll der clevere Fuchs bin. Ich habe das Problem mit der Allergie jetzt gelöst. Jo Kalle, wir haben jetzt hier genug Party gemacht. Ich würde sagen, wir machen hier Zapfenstreich, Alter. Jetzt ist Zapfenstreich, die Party ist zu Ende.
Hier ist so Licht. Operation Blackout beginnt jetzt. Ja, hier ist so Licht und hier unten ist irgendwie so ein Schalter und irgendwie, halt das mal kurz, irgendwie ist die Party jetzt vorbei. Und tschüss. Mach's gut, Kalle. Ja.